Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War of Clouds mit dem Domse. Hoi! Ja. So, ich habe auch schon gleich wieder einen Stack Karotten. Das ist ja auf jeden Fall eine Menge Gunpowder. Mhm. Ich glaube fast, wir brauchen gar keine weiteren Karottenfelder. Das hier reicht fast schon. Mhm. Vielleicht. Also wir vergrößern alles noch ein bisschen, aber so im Grunde wirft das echt viele Karotten ab. Das ist egal, richtig. Wir bauen noch ein bisschen aus und dann. Du hast ja geschaut, auch gerade eben noch. Eisen kriegen wir jetzt gar nicht vom Villager, ne? Nee, leider gar nicht. Wobei, das könnten wir besprechen, dass die es auch noch reinmachen, oder? Besprechen, requesten, wie auch immer, ja. Genau, dann machen die es bestimmt rein. Dann haben wir sogar das Problem gelöst. Wäre das nicht was? Das wäre in der Tat durchaus was, ja. Ja, finde ich auch. Oh Mann, ey. Yep. Okay. I feel you. So, jetzt hier mal den Stein. So. Gut, dann kann ich das Brot auch wieder in die Kiste packen. Dann haben wir da auch noch mehr Essen, weil wir jetzt wieder die Kartoffeln brennen. Genau. Ja, dann. Wenn du noch Kohle hast, gib die mal in den zweiten Ofen von links rein. Ich habe sie schon verteilt gerade. Ja, okay, gut. Ja. Ja, wir brauchen halt mehr Rohstoffe. Weil wir brauchen Kohle. Ah, hier ist Kohle. Wir brauchen halt Kohle auch noch für Fackeln. Weißt du? Ja. Um das Ganze hier zu beleuchten. Richtig, das schluckt halt sehr viel Strom. Die Karottenfarm. Aber die wirft ja echt jetzt die ganze Zeit schon ständig Karotten ab. Das ist ja echt krass. Ich achte auch jetzt ganz gehst genau drauf, welche fertig sind und welche nicht. Lass das jetzt einfach mal nicht machen. Lass jetzt wirklich vergrößern und einfach alles anbauen, okay? Weil das verbraucht zu viel Zeit jetzt alles einzeln. Du weißt schon. Ja. Okay. Alles klar, gut. Oh, Eisen. Sehr gut. Eisen habe ich gefunden, aber nur ein Stück. Schade. Das ist halt jetzt das Problem. Wir können uns halt gerade nicht trauen, rauszugehen und Eisen zu suchen, weil erstens sind die Gegner unterwegs und zweitens haben wir keine Ausrüstung. Wir haben nicht mal Waffen. Ja. Es wird eh schon sau schwierig. Also das, ich weiß echt nicht, wie wir die Sachen einlösen sollen am Spawn, wenn wir Gunpowder brauchen. Wir müssen praktisch jetzt Strip Mine und Eisen farmen irgendwie. Alter! Wir sind doch auf der gleichen Insel wie der Villager. Ja. Tunnel? Ja! Auf geht's! Es sind doch nur 170 Blöcke, das ist doch nix. Ist nix. Auf geht's, ich baue los. Das ist echt nix. Bau dich schon mal dahin, aber bau schön tief, okay? Ganz tief, ja? Ich weiß nicht, wie tief also wir tief. Können. Bau mal so einen Strip-Mining-Gang nach unten, sodass keine Mobs dich wegsprengen können. Und dann schau doch einfach echt mal bitte, wie tief es maximal geht. Das Problem ist, dass. Und dann baust du 10, 15. Okay, dann. Okay, bau einfach so, aber pass halt auf, dass du immer tief genug bist. Ja. Okay? Also auf aber jeden Fall ein Stück tiefer als unsere Felder nochmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Um einiges tiefer. So tief wie möglich halt. So, dann geht's hier direkt hinten bei den Karottenfeldern los mit dem Gang. Ich brauche jetzt aber erstmal wieder ein paar Spitzhacken. Das andere Problem ist, wir haben jetzt nicht mal Eimer. Ja. Uns fehlt es momentan echt an allem. Lass mir bitte ein bisschen Holz in der Kiste oben. Ist sowieso. Okay. Ich bin eher am überlegen, ob wir nicht noch eine zweite versteckte Kiste mit Karotten irgendwie hier in die Felder einarbeiten sollten. Moment mal, hatten wir nicht sogar eine versteckte Kiste unterm Wasser hier in den Feldern? Stimmt, nee, hier hinten ist die, glaube ich. Ich meine, die war hier. Ja. Okay. Ich bin so gut. Weißt du, was da drin ist? Was? Was? 12 Gunpowder noch. Ach Gott, wir hatten ja gar keine Probleme mit Gunpowder. Na, ich hab ja auch gut gefarmt, Mensch. Das gibt's ja nicht. Das ist ja richtig aber gut. Aber ansonsten gerade nichts, was wir direkt brauchen. Deswegen mache ich's mal dazu, oder? Ja, machst du mal zu. Okay, also lass mich mal kurz überlegen. Wir brauchen Kohle, wir brauchen Eisen. Und wir brauchen... Ja, das war's, ne? Ich mache mir jetzt noch eine Hacke. Ja, gut, dann kümmere ich mich um den Gang, du machst die Felder. Hast du mir Holz da gelassen oben? Ja, es ist ordentlich was in der Kiste. Sehr gut, dankeschön. Ah ja, dann machen wir das jetzt so, ne? Geht ja nicht anders. Ja. Gut, gibt's irgendein schönes Thema, über das wir reden können? Ja, ich will jetzt auch nicht schon wieder Corona rausholen. Mal sehen. Und ich will nicht anfangen, über die Gegner zu flamen, sonst werde ich wieder ganz depressiv. Lass uns über was Positives sprechen. Was Positives, okay? Also Hytale kommt 2021 jetzt hoffentlich. Und das ist jetzt beschlossen, weil jetzt kriegen die ja richtig Kohle durch Riot Games. Oh ja. Und wurde Riot Games schon von den Chinesen gekauft oder noch nicht? Riot gehört zu Tencent, ja. Ja, okay, wurde schon längst von den Chinesen gekauft, so wie alles heutzutage. Ja. Ja, deshalb bin ich immer ganz froh.
Also ich weiß nicht, investierst du denn schon an der Börse? Nein. Komm in die Gruppe. Nee, okay. Du denn etwa? Ja, natürlich investiere ich an der Börse. So, ich bin jetzt beim Void angekommen hier unten. Sehr gut, dann bau einfach ein bisschen höher und ab da würde ich sagen, fängst du an. Jo. Jo. Auf jeden Fall, wenn dann Hytale rauskommt, auf jeden Fall Hytale Battles, die werden kommen. Also, falls das noch möglich ist mit Community-Servern, das ist halt jetzt das, wo viele Leute Angst haben, dass dadurch, dass es von Riot Games gekauft wird, dass es so ein bisschen wird wie League of Legends, wo du nicht wirklich selber Server erstellen kannst. Alter, jetzt habe ich mir schon wieder eine Spitzhacke gemacht, ich Vollidiot. Ich glaube, Riot hat die gekauft, weil sie genau das Potenzial von denen kennen und das werden sie denen auch nicht verbauen. Also, ich hoffe es wirklich. Die sind ja schon länger in Kontakt, Hypixel und Riot, und hatten die auch vorher schon, glaube ich, unterstützt. Ich denke, die werden das Team ihre Vision durchsetzen lassen, weil die wissen, was sie tun und... Hoffentlich. Ja, das ist ja abrupt funktioniert mit dem Hypixel-Server, generell mit Minecraft und das dann einfach nur nochmal in besser, in schöner, als besser komplett gecodet. Eigenes Spiel, ja. Das so. Wäre... Ich denke, das wird geil. Ich denke, die wissen genau, was sie da tun. Ich hoffe, dass es geil wird. Valorant ist ja jetzt auch, ne? Ich spiele ja selber sehr gerne CSGO, jetzt ist ja Valorant raus. Mhm. Also... Ich habe schon mal mit ein paar anderen Leuten darüber gesprochen. Also die Leute, die da in der Marketingabteilung saßen und das gesagt haben, wir machen das mit dem Stream, dass man gucken muss und einen Lootdrop bekommt für einen Key. Der Typ, der ist echt genial gewesen. Mich ärgert es aber, weil ich kriege keinen scheiß Key. Ich hätte so gern einen Key davon. Das ist ja kein Key, du musst es ja mit deinem Account aktivieren irgendwie. Mittlerweile war es ja, glaube ich, so, dass du nur noch ein paar Stunden geguckt haben musst und dann musst du gar nicht mehr in den Stream aktiv schauen. Ja, aber also die Informationen sind überall sehr widersprüchlich. Das steht definitiv fest, überall steht was anderes. Also offiziell sagen sie auf Twitter, an die treuesten Zuschauer, also mein Gefühl sagt mir, je länger du guckst, desto wahrscheinlicher ist es. Aber es reichen wohl 2 Stunden und dann wirst du auf diese Dropliste aufgenommen. Aber wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr gering, weil die hatten irgendwie so einen Tweet rausgehauen, dass die gestern, also vorgestern, an ihre treuesten Zuschauer Keys gedroppt haben. Also ich denke, je mehr du guckst, desto eher kriegst du was. Ja. Du musst übrigens aufpassen hier bei dem Gang, den ich buddel. Es sind teilweise echt überall, wo Cobblestone ist, ist Void drunter. Und, super. Auch ansonsten sind an der Seite teilweise mal Löcher, wo du nicht reinfallen kannst, aber halt, ich baue jetzt nicht alles. Hast du schon Eisen gefunden? Nee. Also, weil ich brauche dringend Wassereimer. Ohne Wassereimer kann ich jetzt nicht mal hier das Feld vergrößern. Ich habe ein Eisen. Das ist halt, ja. Okay, ein Eisen ist auch. Ja, habe ich auch. Nee, gut, dann bin ich selber mal am Suchen nach Rohstoffen. Ja. Ich strip mine dann jetzt. Ja, strip mining bringt hier gerade echt nichts. Ich habe einen Lapis-Block gefunden damit. Das war, glaube ich, auch für irgendeine Waffenbox ganz gut. Ich glaube, für die britische oder so. Okay. Da ist überall Void drunter. Da ist überall. Wir sind hier sehr, sehr genau am Boden. Oh. Nicht schlecht, okay. Stimmt, ich glaube, hier hatte sogar ich mich runtergebaut und habe mich da nicht getraut, das Eisen abzubauen. Irgendwie sowas war da doch, ne? Ja, wahrscheinlich also das nach unten. Oh ja, da ist Void. Gemacht. Okay, da ist Void. La 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 la. Da gehe ich mal lieber nicht hin. La 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 la. Ist auf jeden Fall ein schöner Ausblick mal so zwischendurch, ja. Auf jeden Fall, aber muss nicht immer so sein, ne? Nee. Weißt du, ob es Spawn Protection gibt? Zum Bauen? Ja, wahrscheinlich, ne? Es ist egal. Weißt du, es ist auf jeden Fall ich glaube nicht. Frag doch einfach mal. Hätten wir am. Nee, frag nicht, dann. Okay. Wir werden es ja sehen. Bestimmt gibt's die. Ja. Aber dann sind wir immerhin mit unserem Tunnel ganz nah dran. Richtig, und laufen nicht rum. Ja. Und können von unten siehst du ja wesentlich besser Namensschilder. Weißt du? Ja, stimmt. Wir können den richtig gut beobachten. Genau. Wir sind einfach die Maul. Wow, Void, die Void, okay. Güte. Ja, aber zurück zu Hytale. Ich denke, das wird eine sehr, sehr schöne Sache. Ich bin halt wirklich gespannt, wie sehr es wie Minecraft wird oder eben nicht. So, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen mehr kampagnenmäßig gestaltet wird, das normale Spielen. Mhm. Werden wir mal sehen, aber ich denke, es wird generell sehr, sehr schön werden. Das denke ich auch. Und ich freue mich halt auf Multiplayer, weil unter uns... Singleplayer, ich weiß nicht. Macht keinen Spaß. Ist nicht so spaßig wie Multiplayer. Eisen habe ich jetzt auf jeden Fall gefunden. Das heißt, das Problem haben wir schon mal nicht mehr. Nice. Yep. Ja, was gibt's noch so Schönes in der Welt?
Ich weiß nicht, interessierst du dich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr für, aber das letzte Terraria-Update kommt am 16. Mai. Das allerletzte, und dann wird es eingestellt. Das allerletzte, also danach werden noch ein paar Patches kommen, so halt Kleinigkeiten, ne? Im Sinne von, okay, wir fixen noch kurz Sachen. Alter, Terraria, habe ich 2011 das erste Mal von gehört. Mhm. Und dann gekauft und ein bisschen gezockt, aber nicht so viel. Ja, ich habe fast 900 Stunden drin. Okay, krass. Aber unheimlich, also diese Licht... unheimlich liebevolles Spiel. Mhm. Also ich fand's echt cool gemacht. Das Ding ist, jetzt Journey's End, also 1.4 von Terraria, das letzte Update, es wird nicht mehr super viel so neue Biome, neue Bosse und sowas, sowas nicht, aber unfassbar viel qualitativer Stuff, so Aussehen und ganz viele Kleinigkeiten, die das Leben verbessern in Terraria. Ein neuer Modus, ein Master Mode, der nochmal alles super schwer macht für die Leute, die richtig krass sind. Schauen wir mal, ob ich mich daran wage. Aber ich freue mich riesig, Terraria, so ein krasses Spiel, die ganze Zeit, die ganzen Jahre über super am Leben mit den ganzen Mods, also wenn man da gibt's so... Gibt's Mods dafür mittlerweile? Schon seit vielen, vielen Jahren gibt's riesengroße, okay, Modpacks, es gibt Thorium, krass, Calamity, da gibt's so viel Content, neue Klassen, neue Biome, neue Boss, alles, super viele neue Mechaniken, also super geil, also Terraria wird nicht sterben, definitiv nicht, also okay, es gibt da so eine krasse Community. Und es ist halt auch echt ein geil. Ich weiß nicht, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, das hat mich auch voll gefesselt, aber dann kam halt dann habe ich mich mehr mit Minecraft beschäftigt und hatte eben dementsprechend keine Zeit mehr dafür, aber im Grunde. Also, ich liebe Terraria und hab's jetzt schon zugegebenermaßen lange nicht mehr gespielt. Aber ich denke, sobald dann das letzte Update raus ist, wird mein Kanal wieder in so eine Phase kommen, wo einfach hauptsächlich Terraria-Content, weil es gibt einfach so viel dann zu tun und. Ja, ich freue mich drauf. Okay. So, Kohle habe ich auch gleich genug. Perfekt. Ich habe jetzt gerade mal 16 Eisen, also naja, besser als nichts. Gut, ich habe nur 7 Eisen, aber ich kann die Farm endlich wieder vergrößern. Wunderbar. Ich bin jetzt auch fast am Spawn. Soll ich auf der Höhe bleiben unterm Spawn oder soll ich denn schon mal so eine Treppe hier hochbauen? Probier mal direkt unterm Spawn hinzukommen, dann können wir immer noch so eine Wendeltreppe dahin bauen, oder? Ja, stimmt, okay. Das würde ich jetzt zumindest mal machen. Alles klar. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So. Oh Mann, ey. Ich weiß schon genau, was ich für eine Musik hier im Hintergrund laufen lassen werde, wenn ich die Folge schneide, in Dauerschleife. Welcher denn? Digi Digi Ho, Digi Digi Ho. Also, weiß nicht, kennst du es? Nee. Ja. Schrecklich. Zumindest glaube ich, dass ich es nicht kenne. Eine Legende auf YouTube, okay, damals. Ich weiß nicht, wann war das? 2013 oder 14 von Yogscast dieser Song gemacht, der aus einem Insider entstanden ist und dann richtig, richtig geil geworden ist. Vor ein paar Monaten hat auch nochmal irgendeine krasse Metalband oder sowas den Song gecovert und noch krasser geworden. Ach ja, das Internet ist schön. So, ich habe jetzt schon wieder ein Stack Karotten. Ja, bald, ohne Scheiß, Karotten. Ja, ganz ehrlich, was wir brauchen. Das wird unser Geschäftsmodell. Ja. Ey, wir verkaufen einfach Karotten an die anderen Teams. Wir haben jetzt schon, wir haben ja fast 4 Stacks Karotten. Immerhin, ne? Okay. Ist jetzt nicht super viel, aber ey. Die Karottenbarone sind am Start. Nichts. Oh! Unterm Spawn ist eine Höhle. Also eine kleine, eine ganz kleine. Bist du schon direkt unterm Spawn? Ziemlich. Okay. Also noch keine Bauprotection gehabt, ne? Noch nicht, aber die könnte noch kommen. Hier ist jetzt erst noch mal ein bisschen Eisen, was ich mitnehme, und dann baue ich mich weiter. Mhm. Okay, ja, die haben auch das Problem mit den Squids. Die deutsche Waffenbox ist nicht erreichbar quasi. Ich ziehe die jetzt auf. Oh Mann. Okay. So. Vor allem jetzt schreibt Justin und Works nicht. Das heißt, die beobachten irgendwen und sind vielleicht gerade in einer brenzligen Situation. Vielleicht. Macht mir ein bisschen Sorgen, nicht, dass die uns hier beobachten, weil wir sind ja auf der fucking Spawninsel. Aber wir sneaken doch die, also ich sneake zumindest. Ich kann mich halt nicht die ganze Zeit sneaken, wenn ich was im Ofen mache, ne? Das ist halt.
Also ich, auch noch was craften. Ich bin jetzt genau unter meinem Spawn Waypoint. Der war, glaube ich, nicht exakt drauf auf dem tatsächlichen Spawn, aber ich kann mich hier hochbauen. Also okay. Ich mach eine Wendeltreppe gerade. Probier es mal. Ja, mach mal eine. Also bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Jo, ciao, Leute.